schreiben. Wenn das jetzt runterfällt, wir haben das Spiel von mir. Das liegt das Schiff. Asterix Robert Hoch ist das? Ja. Finde ich richtig gut, den Film. Passierschein A38. Spektakulär. Was? Welches dieser beiden Handtücher wurde gewaschen mit dem neuen Olymp-Server? Zu servieren wir. Mein Gott, ist das spannend. Ja. Ich warte jetzt den Timer. Genau. Jo. Aber nur noch 9 Zuschauer, das ist ja nichts. Ja. Von Regional Hannover kommt nochmal ein Battle zu sehen. Thank you.
wusste ich gar nicht mehr. Stimmt. Ja, okay. Und den schießen wir. Ja, willkommen zurück zur nächsten Runde beim SC Münster 2017. Neben mir sitzt jetzt der Max. Guten Tag, Münster. Hallo. Und ja, du hast das Turnier mehr oder weniger organisiert alles. Alles mit in die Beine, auf die Beine genommen. Korrekt. Auf die Beine gestellt, so rum sagt man. Ne? Ja, was hältst du davon? Also es sind ja ziemlich viele Leute hier, oder? Genau, wir hätten auch noch mehr Leute unterbringen können sogar, aber ich wollte halt nicht das Risiko eingehen, dass irgendjemand ohne die Promos nach Hause geht. Manche Leute sind ja empfindlicher als andere und auch die Location ist eigentlich ganz cool. Da hätten wir noch Platz für mehr, genau. Ja. Also ich muss auch sagen, ich war ja schon mal bei einem Turnier von euch. Der Preispool sieht echt sehr schön aus. Also ihr habt Destiny-Pakete, was von Melbel, was von Feldherr zu gewinnen. Also das ist wirklich sehr umfangreich, muss ich sagen. Viele kleine Schiffe, falls einem noch was fehlt, kann man sich versorgen sozusagen. Ja, wir haben hier in Münster das Glück, wir haben ja hier die Spielkultur, unseren Spieleladen hier in Münster, wo wir auch mittwochs unseren Stammtisch haben sozusagen. Mhm. Und was soll ich sagen, dadurch, dass ich mal relativ viel Umsatz mache durch die Turniere, bekomme ich da manchmal auch ein bisschen Rabatt und dann kann man den Preispool schon ganz ordentlich gestalten. Mhm. Also von daher auch vielen Dank an die Sponsoren. Und die werden da? Die Sponsoren, ja. Das ist einmal die Spielkultur in Münster, wie gesagt. Dann die tolle Melbel, die uns immer wieder mit Sachen versorgt. Mit tollen Token, Range-Rulern und Manöverradaufklebern und solchen Dingen. Und dann haben wir noch einen Sponsor, Deep Cut Studios. Von denen ist auch die Matte, auf der jetzt hier gerade gespielt wird. Mhm. Das ist auch ganz phänomenal. Ja, schön, auf jeden Fall. Ja, das ist eine super Überleitung. Wir sehen jetzt das Spiel zweimal Dash Render. Ungewöhnlich, oder, in diesen Zeiten? Also den hat man immer mal wieder gesehen, aber jetzt direkt gegeneinander. Ich muss sagen, ich war am Anfang des Jahres auf einem Turnier bei der Melbel in Wadersloh und da war gefühlt, jede zweite Liste war ein Dash. Okay. Und von daher hat dort auch tatsächlich der Pyro-Puschel schon genau diese Liste hier gespielt. Die spielt er seit Anfang des Jahres, glaube ich, permanent auf Turnieren. Ist damit immer sehr gut gefahren. Aber auch Bosk ist mir hier ein Begriff. Der ist in Münster auch oft dabei. Und auch ziemlich stark immer dabei gewesen. Das wird ein spannendes Spiel, glaube ich. Mhm, also die schenken sich auch gerade nichts. Gehen hier auch voll auf die Omme, so wie man so schön sagt. Ich finde es interessant, dass das Bosk hier Ahsoka Tano dabei hat. Hat er den Titel drauf? Nein, Captain Rex fehlt, okay. Der Bosk ist nämlich dafür bekannt, dass er in Münster immer so Debuff-Listen spielt. Ja, ich glaube, das letzte Mal hat er Kananjaros gespielt mit Biggs, also die Ghost. Ja.
Und hat da, glaube ich, den ersten Platz gemacht Anfang des Jahres. Als ich jetzt eben den bunten Teil gesehen habe, dachte ich direkt, jetzt hat er Captain Rex zum Debuffen dabei, aber es ist Ahsoka. Mhm. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Weißt du, was sie macht? Nee, weiß ich nicht genau. Wir können das gleich mal nachschauen. Ja, genau. Also ich nehme gerne in die Welt. Keine Ahnung. Wenn du nicht drauf bestehst. Zwei Schild. Ja. Dann war's das, ne? Ewing wird, glaube ich, nichts. Nee, Ewing sieht auch nichts. Hält sich das super auf. Ja, der Pyropushi überlegt jetzt lange hier für sein Dash-Manöver. Ich habe gerade noch mal zu meinem Co-Kommentator Geltix gesagt, dass Pyropushi ein extrem guter Miranda-Spieler ist. Er hat ja Connor-Netze dabei und er bringt sich da, glaube ich, schon so ein bisschen in Position, um vielleicht den anderen Dash gleich abzufangen, auf den er sich scheinbar jetzt stürzen will. Und bei Bosk sieht es auch so aus, dass wenn er sich zuerst mal auf Dash stürzen will, hat jetzt natürlich aber auch schon mit zwei Schiffen nicht auf ihn schießen können. Ich glaube, das könnte vielleicht ein Nachteil werden, oder? Ja, ich denke schon. Also man muss natürlich ganz gut zu Dash stehen, aber der Dash, der entwischt dir auch ziemlich schnell. Und je häufiger du schießen kannst, dann desto besser eigentlich. Und ja, wir müssen mal gucken. Die Fähigkeit von Ahsoka, das wurde hier im Chat gerade geschrieben. Zu Beginn der Kampfphase kannst du einen Fokus-Token ausgeben und ein freundliches Schiff wählen auf Range 1. Um diesem Schiff die Möglichkeit einer freien Aktion zu geben. Also von daher nochmal Aktionsmanagement sozusagen von diesem Piloten. Dann dürfte wahrscheinlich Ahsoka jetzt versuchen, hinter den eigenen Dash zu kommen, ihn so ein bisschen zu unterstützen. Ja. So, er dreht ab. Im ersten Moment. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja, ich bin wirklich gespannt, was die Miranda gleich machen wird. Und auch nochmal Augenmerk auf den Dash von Pyropushel, der hat Trickschuss dabei. Der kriegt also einen extra Würfel, wenn er durch Asteroiden schießt. Das kann schon wehtun, wenn er den voll modifizieren kann, fünf Würfel. Das stimmt. Vor allen Dingen auf Dash ist es natürlich super, den zu spielen, um mit seiner Fähigkeit jetzt hinter Asteroiden zu rollen oder auch auf Trümmerfeldern da direkt das Hindernis unter sich zu haben und im Gegenteil dann natürlich den grünen Würfel mehr zu haben. Alles klar, die beiden spielen jetzt hier das Tag-Team, bleiben zusammen, das macht ja auch Sinn mit den Aktionen, da ist der Fokus. Und wer kreuzt da oben rum? Ein A-Wing-Testpilot. Was hat der? Autothrusters und Refit, okay. Ja.
also das, was an Punkte spart, quasi direkt in den Autothruster investiert. Ist sehr schön zum Blocken, denke ich, aber da hat er sich noch nicht so viel bewährt. Er schleicht noch etwas am Rand rum. Genau, ich sehe ehrlich gesagt schon jetzt leichte Vorteile für Pyropuschel. Der hält seine Schiffe zusammen, der kann sich jetzt auf ein Ziel konzentrieren gleich und bei Bosk ist das noch nicht der Fall. Es sei denn, er hat einen perfiden Plan. Genau. Wobei er splittet sich etwas weiter auf. Jetzt ist der Teil doch etwas exponiert, aber mal schauen, wie das hier weitergeht. Ich denke, bei dem anderen Dash ist er jetzt raus. Vielleicht kann er auf Miranda schießen. Ich denke schon, ja. Nur Miranda, genau. Ja, beziehungsweise Miranda schießt ja jetzt zuerst. Wobei Ahsoka, ja gut, der kann nicht. Der hat diesmal nichts im Schüssel. So, ich sehe viele Augen. Und die zweite, ja. Da. So, im Chat wurde gerade nochmal darauf hingewiesen, dass Bosk einen sogenannten Mega-Dash fliegt. Okay. Was hat er denn drauf? Er hat den Titel, Push the Limit, Heavy Laser Cannon, Kanan und was ist EU? Engine Upgrade. Engine Upgrade, okay. Für den Schub. Das heißt, er kann sich gleich vielleicht doch relativ schnell in Position bringen. Ja, vor allem mit PTL. Ja, mit PTL und Kanan ist er ja sehr mobil auf jeden Fall, weil jedes weiße Manöver seinen Stress wieder abbaut. Und mit Engine Upgrade kann er auch ganz schnell mal ranboosten. Na gut, gegen einen anderen Dash bringt dann das jetzt nicht so viel, aber ist auf jeden Fall sehr mobil. Weil vielleicht meint er auch den anderen Dash, weil mit Ray und Trickschuss. Das ist natürlich auch eine schöne Kombi. Ah, ich sehe auch gerade, dass Ahsoka den Captured-Teil drauf hat und mit Pilotenwert 9 gar nicht angegriffen werden kann. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum der Pyro-Puschler auf den A-Wing geschossen hat. Daran liegt's. Ja. Das heißt, sie bleibt automatisch bis zum Schluss über. Das war's.
Ja gut, machen wir das nicht. Dann könnte ich das machen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das mache ich gar nicht. Und dann will ich die nochmal benutzen, damit sie noch was machen. Ach, du kannst dann selber auch eine Aktion machen? Ja, genau. Das ist ja kranker Scheiß. Ja, kranker Scheiß. Jetzt steht Ahsoka tatsächlich direkt vor Dash. Mal gucken. Jetzt sollte sie aber lieber keinen Angriff durchführen, obwohl Dash nicht auf sie schießen kann, auf Range 1 wahrscheinlich, oder? Dann wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Denn Miranda könnte, ja, mit ihrer Primärwaffe könnte sie auf Ahsoka schießen. Mhm. Auch das kann wehtun, wenn sie nämlich ein Schild wegnimmt und dann 4 Würfel auf einmal wirft, auf Range 1. Mit Fokus und, ja, das Tagelog liegt auf einem anderen Dash. Mhm. Aber gut, Feuer aufteilen ist natürlich immer nicht ganz gut. ja, gut. Die zwei jetzt... Der zweite TNT-Schuss, ja. Nimmt sie schon mal das Schild. Und so langsam werden die Schilde abgeknabbert. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht war von Bosk, dass er Pyro-Puschel so mitten ins Assifeld, ich sag mal, reingezogen hat oder umgekehrt, ob Pyro-Puschel da rein wollte. Mhm. Eigentlich ist es für Pyro-Puschel ein Vorteil. Aber jetzt gerade hat Bosk ihn ganz gut umzingelt, sag ich mal. Mhm. Also ich denke mal, das Spiel entscheidet sich, welcher Dash muss zuerst gehen und wenn der jetzt nicht gerade auch in der nächsten Runde mit abgeschossen wird. Miranda hat jetzt nur noch ein Schild, nicht weiter schlimm, sie kann sich ja aufladen und wie gesagt, Boss fokussiert sie auch nicht wirklich. Ja. Und Dash hat 3 Schilde noch bei Pyro-Puschel. Ja, dann Dash, ne?
keine Aktion. Danke. Okay, also ich habe es gerade nicht verstanden, jetzt habe ich es verstanden. Offensichtlich hat Ahsoka Dash und Miranda ionisiert mit dem EMP-Device und deswegen konnte jetzt Puro Puschel auch gar keine Bombe oder sowas legen, was gegen den A-Wing natürlich ganz nett gewesen wäre. Mhm. Jetzt zeigt sich der perfide Plan, denn jetzt kann Miranda von allen drei Schiffen von Bosk angegriffen werden. Ich bin gespannt, wie sie am Ende noch dastehen wird. Mhm. Am Ende dieser Kampfrunde. Ja, Miranda, ein. Ja, mit der nächsten Aktion von Miranda, jetzt kann er natürlich auch... Kann er doch auslegen, das Connor-Netz zum Beispiel, ja. Aber das legt er am liebsten direkt runter. Ist natürlich die Frage, genau. Wo Ahsoka gleich hingeht. Mhm, geht sie über die Wolke drüber? Hat sie irgendwas eingestellt, dass sie vielleicht gegen Dash auch bammt, oder... Mhm. Der Tai kann auch die harte 1 nach rechts zum Beispiel, glaube ich, oder? Dann na, ja, würde er, harte dann, 1 auf jeden Fall. Dann würde ja. er stehen bleiben. Mhm. Dann wäre das Connor-Netz verschwendet. Ja. Ich bin gespannt. Dafür kenne ich leider Bosk nicht so gut, um jetzt zu erahnen, was er machen wird. Aber vielleicht fliegt er auch die harte 1 nach links einfach. Also eigentlich sind alle ionisiert, mehr oder weniger. Ja, also wenn er jetzt noch geradeaus fliegen muss, Ahsoka, dann muss er in der nächsten Runde vielleicht rauf. Ah, okay. Netz. Jetzt aber hat Puschel aber den Fokus genommen, genau. Statt das Connor-Netz zu legen. Wenn er das gemacht hätte, wäre sie jetzt weg, wenn sie dann draufgekommen wäre, weil er mit Sabine zwei Schaden machen kann. Hm. Ja, dann hätte er sie jetzt schon erledigt. Wobei Ahsoka hat ja noch hat drei Hülle, ne? Genau, das Connor-Netz macht zwei Schaden. Ach so, mit Sabine. Okay, mit Sabine. Und ja. Jetzt durch die Trümmerwolke, das konnte Pyro natürlich nicht wissen. Aber jetzt hat sie doch einen Crit bekommen, oder? Oder hat er gar keinen Schaden gewürfelt bei der Wolke? Nee, das war, glaube ich, nur ein Hit oder irgendwie sowas. Ah, okay. Na gut. Ja, okay. jetzt wird's eng für Miranda. Ja. Na, die darf sich jetzt nicht zu doll leiten lassen, ihre Würfel oder ihre Schilde einzusetzen. Mal gucken, sie versucht jetzt auch gerade wieder, das wieder zu bekommen. Genau, eins lädt er auf. Und beim zweiten nur Augen. Ja. Tu es nicht, Carsten. Und ich kann es nicht ganz gut erkennen. Kostet der Schild, das Schild. Miranda hat auf Dash geschossen? Ja. Mhm. Jetzt kommt wahrscheinlich Dash auf den A-Wing. Ja. Er dürfte noch einen Fokus haben, den er von Rey vielleicht mal bekommen hat. Und Autothrusters kriegt trotzdem aber... Ein oder zwei. Schild weg und eine Schadenskarte. Und Schadenskarte, okay. Also es geht auf jeden Fall heiß her in dieser Runde. Hier werden viele Schaden verteilt. Genau, Ahsoka ist auch ionisiert gewesen, ja. Und da hat es Miranda tatsächlich getroffen. Sie ist musste vom Feld, Spielfeld gehen. Und Dash sie weggehauen? Ja. Komplett? Mhm. Das ist natürlich jetzt bitter. Ich war mir nicht sicher, ob ich das treffen würde.
Ja, du wärst ja, auf jeden Fall wahrscheinlich gewesen. Ja. Hätte getroffen. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe was gemacht damit nie. Ja, es hätte getroffen, aber war mir zu riskant. Und dann dachte ich mir, dann weichst du aus und hat auch nichts gebracht. Aber ja, jetzt wird es natürlich schwer für Pyropuschel. Miranda ist jetzt gerade schon ganz schön stark zusammengehauen worden und dann vom Feld gegangen. Ja. Das wird jetzt schwer. Ja. Das wird jetzt schwer. Wir haben übrigens, um nochmal auf die Technik zu sprechen zu kommen, das wird ja auch gerade im Chat kurz diskutiert, wir haben tatsächlich zwischen dem ersten Spiel und den anderen Spielen nichts geändert. Trotzdem ist die Übertragungsgeschwindigkeit jetzt leider schlechter geworden. Doch, also wir haben den Computer neu gestartet, alles nochmal, ich will nicht sagen neu aufgesetzt, aber die Einstellung nochmal geprüft. Aber wo jetzt wirklich das Lag ist, das konnten wir bis jetzt noch nicht herausfinden. Zu Hause hat natürlich alles funktioniert. Wie immer. Und, ja, und wirklich ungünstigerweise ist es heute ja nicht so flüssig wie sonst. Also wir haben auch Testläufe bei uns in Hannover gemacht und ja, da hat es noch schön funktioniert, vor allen Dingen auch mit dem Kommentar. Schade. Hoffen wir mal, dass es jetzt vielleicht besser geht im Laufe des Nachmittags. Beim letzten Stream, den wir aufgebaut hatten, da war es auch so, dass es dann mit der Zeit doch immer wieder besser wurde. Aber hoffen wir mal, dass wir verschont werden von Verbindungsabbrüchen. Ja, jetzt hat Pyropuschel sich insofern... Ach, der andere Dash ist noch dran, okay. Der macht jetzt wahrscheinlich noch einen Schub, um an den anderen ranzukommen. Denn wenn Pyropuschel es jetzt schafft, ein, zwei Runden lang nicht von Boss Dash beschossen zu werden, schafft er es vielleicht, den A-Wing schon mal loszuwerden. Genau. Ich denke auch, dass man auf den A-Wing gehen sollte und möglichst vom anderen Dash entfernt bleibt. Okay, er boostet jetzt aber heran. Und das bleibt auf der Wolke stehen, oder? Ja gut, das macht ihm ja nichts. Aber es ist, glaube ich, Range 3 zum anderen Dash. Okay, das Target-Lock geht, dann wird er jetzt auch auf Dash schießen können. Dann sieht es wirklich ganz schön schlecht aus für Pyropuschel. Ja, kein guter Tag für die Münsteraner im Stream. Eben hat schon Lord Helmchen gegen Monkit ziemlich hart verloren. Und jetzt sieht es auch nicht gut aus für Pyropuschel. Ja, sein Dash hat noch mehr Leben. Also wenn er vielleicht es schaffen kann, den anderen Dash zuerst zu killen, dann sieht es wieder anders aus. Vor allen Dingen, wenn Boss mit seinen anderen Schiffen nicht zum Zug käme. Die jetzt tatsächlich vor Dash stehen, so gesehen, und von daher nicht so gut eingreifen können in den Kampf. Okay, jetzt nimmt er sich den Fokus von Ray und wird jetzt wahrscheinlich versuchen, den A-Wing wegzuputzen, der allerdings auch ein Evade hat und von Ahsoka die Aktion bekommt und nicht beschossen werden kann auf Range 1. Tja, also diesen Capture-Teil werde ich mir vielleicht auch mal holen. Ah, okay. Ich glaube, ich verwechsel die ganze Zeit die ganzen Dashs miteinander. Genau, so, Pyropusche feuert, nimmt das Target-Lock. Dash will schießt auf jeden Fall. Er wird auf den anderen Dash schießen, der blinkt. Oh, der blinkt. 1, 2, 3. Und dann hat er noch 2. So. Der sieht aber auch nicht schlecht aus. Zurück. Mit. Oh, legt auch 4 Treffer hin. Und ich sehe da Augen und... Das hat er noch. Zumindest 2 Ideen. Das heißt, er hat noch ein Schild übrig. Okay, das war auch nicht so gut vom A-Wing.
aber auch nicht so gut von Pyrokuscheln. Nee, nicht wirklich. Dann hat er jetzt keine Schilde mehr. Okay, ja, doch, es könnte nochmal knapp werden, wie du gesagt hast. Dash von Pyropuschel schießt gleich auf jeden Fall noch einmal. Es sei denn, Ahsoka haut ihm 3 Crits rein mit mehreren Doppeltreffern. Aber vielleicht geht da doch noch was. Ja, wir sind gespannt. Kommt hier sozusagen schon die spannende Phase. Also ich denke, Boss wird auf jeden Fall auf Dash schießen können. Der A-Wing war schon dran, ist gestresst, darf dann wie auch immer keine Aktion von Ahsoka wahrscheinlich nehmen, die auch zu weit weg ist. Genau, weil es eine freie Aktion ist. Das heißt, wenn Pyropuschel jetzt nicht extrem hart nach rechts einschwenkt, kann der A-Wing nicht feuern. Ahsoka wird wahrscheinlich feuern können, obwohl... So, Ahsoka feuert jetzt. Mal gucken. Was hat sie denn geworfen? Ah, er muss auf jeden Fall Schadenskarte ziehen. Nehmen. Oh. Zwei. Keine Crits. So, und wenn er jetzt Dash von der Platte kriegt. Oh, ich sehe viele Augen und ja, er hat wahrscheinlich noch einen Fokus. Ja. Oh, das sieht aus, als ob er es schaffen könnte. Der kann auf jeden Fall noch zurückschießen. Oh, ein Auge, das reicht nicht, dann ist er weg, oder? Nein, oh. Oh, dann war irgendwas anders.
Okay. Also, er ist tot, aber schießt jetzt gerade noch zurück auf den anderen Tisch. Oder hat jetzt vier Treffer der muss jetzt. Okay, es ist vorbei. Das der war's. Dash. Bosk gewinnt. In einem Dash kills Dash. Letzter Schuss. Multiversum. Ja. Okay, gut. Liebe Leute, falls ihr uns noch hören könnt, der Timer steht jetzt bei 37 Minuten. Mhm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so, ach, da oben steht es ja auch, ja, so in einer Dreiviertelstunde das nächste Spiel übertragen. Mhm. Hoffentlich ist das Signal dann besser. Genau, wir versuchen hier nochmal was rumzuschrauben und wir sehen uns später. Hier hast du leider eine gute Kuh eingekesselt da und richtig schön erwischt. Und der spielt noch mit einem Höhenpunkt. Nee, meint ihr, die Dash sind also. Das sind dann quasi. Einen halben Dash von. Wie der Dash. Der Chef left the building. Was haben wir denn?